So Freunde, jetzt sind wir am Silberberg. Da fahren wir jetzt mit so einer Gondel da hoch. Ne? Ein Bergbahn. Da kann man sogar Reifen rutschen. Auf geht's. So Freunde, jetzt fahren wir noch auf den Berg. Und da unten sind wir ein Stück hochgefahren. Geht's jetzt der Berg schnuff, ne? Nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren. Euer Matze, ich hoffe, dass ich mich auch filme. Weiß ich nicht. Und da kommen wir runter mit dem Ding, ne? Mit dem Bob. So, man kann auch hochlaufen, wer zu Fuß gut ist. Wenn nichts anderes zu tun hat, der kann auch zu Fuß hochlaufen, aber wir fahren halt, ne? Macht auch viel mehr Bock. Und ist auch nicht so anstrengend. Uiuiui. Steigen sozusagen quasi, ne? Na ja, Freunde, genießt euer Leben, chillen an. Wochenendtrip, ne? Bayerische Wald. Gehen wir mal auch in die Silbermine. So ist es, die Silbermine. Und was macht ihr am Wochenende, Freunde? Ich hoffe, ihr macht auch was und bleibt nicht den ganzen Tag in der Bude drinnen. Ne? Geht raus, genießt die Zeit. Man weiß es ja nie, ne? Habt ihr gesehen, wie es war vor der Pandemie? Während Corona war nicht viel mit Ausflügen, ne? Und jetzt, wenn wir wieder frei sind, müssen wir das genießen, gell, Freunde? Bin schon mal gespannt auf das Silberbergwerk, bin ich voll gespannt, ne? Wie es da drinnen wird. So, jetzt sind wir hochgefahren bis zur Mitte, da steigen wir mal aus, schauen uns mal um und dann fahren wir voll starr nach oben, ne? Und gehen ins Bergwerk, ins Silberbergwerk rein. Ja, die Fahrt ist so zwischen 4 und 5 Minuten, je nachdem, wie schnell die Leute einsteigen. Ne? Genau. Aber Höhenangst musst du hier auch nicht haben, ist auch nicht so hoch. Ich bin schon andere gefahren, wo richtig hoch waren, ne, muss ich sagen. Genau. Hier sind wir jetzt an der Bergmittelstation sozusagen. Da steigen wir jetzt aus gleich. Jetzt steigen wir da aus. Dankeschön. Und auf die Seite. Hochschaltzieher. Dankeschön. Schönen Tag noch. Dann wir sehen nachher nochmal. So Freunde, da geht's auch mal runter, schau mal.
kommen wir da runter. Das Loch. Oh. Durch die Höhlen durchkrabbeln. Schau dir mal. So sieht das Gestein aus. Schau dir mal. Also da kann schon. Geil, ja? Wo es runter ging, gehen wir auch wieder hoch. Und suchen uns noch ein anderes Plätzchen. Für den Peter wäre da was. Solche Steine, die glitzern sogar, ne? Da ist sogar Zeug drinnen, Peter. Nehme ich dir einen mit, ha? Vielleicht, wenn wir uns mal sehen, gebe ich dir den, ha? So, Freunde, jetzt geht's runter. Jetzt waren wir oben auf dem Silberberg, ganz oben, da oben waren wir. Jetzt fahren wir runter, ich nehme euch mit, die komplette Fahrt. Wie gesagt, es ist kein sonniger Tag, aber auch kein regnerischer Tag, es ist gerade so, wie es sein soll, sage ich mal. Ne? Oh, guckt mal da, die Berli. Ich weiß nicht, ob sie mal auf dem Video sieht, die roten Berli. Stonig da. Berg. Ja, die einen fahren hoch, die anderen fahren runter. Wunderbar. Hat mir gut gefallen. Hoffen wir, dass man die Musik da unten nicht hört. Wenn nicht, muss ich es halt stumm stellen und neu besprechen. Ne? Ist schon schick, gell? In ein paar Minuten sind wir unten. Ich weiß nicht, ob das Video so gut rüberkommt. Panoramabild. Aber es war schön. Jetzt machen wir weiter. So ein Ausflugstag. Ist auch anstrengend. Schläft aber gut. Das sind irgendwelche Lüftungen vom Stollen. Da unten links. Bogenbarko-Kurs ist das hier. Hier kann man auch spazieren laufen. Und das eine und das andere entdecken, ne? Ja. Aber es hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen, ja. Ich nehme euch die komplette Runterfahrt. Jetzt stelle ich, wenn man Musik hört, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video hören wird, wo da unten läuft, stellen wir halt auf stumm. Dann ist es halt so, ne? Mit dem Copyright leider. Muss man das ab und zu halt auch stumm stellen. Ein paar Bienen hätte ich auch mal gern gesehen. Und eben gerade hätte ich dann auch mal angehalten. Hätte euch das auch mal gefilmt. Für meine Imker-Kollegen, ne? Da kann man runterfahren mit dem Bob.
Aber heute fahren wir mal mit der Gondel runter. Das sind die Bobs. Das ist die Mittelstation gewesen und da geht es in den Bergwerk rein, in das Silberbergwerk. Da haben wir ein bisschen Baustellen hier, da wird eine neue Liftanlage hingebaut. Hier auf der rechten Seite entstehen neue Fundamente. Ja. Oh, mit dem Quad kann man hier auch hochfahren, ne? Aber ich bin mit dem Auto unterwegs und nicht mit dem Quad heute. Ja. Ja, steigt jemand schwer aus wahrscheinlich, darum hat es angehalten. Für ältere Leute wird auch die Bahn angehalten, dass du gemütlicher aussteigen kannst. Also kann jedes Alter mitfahren, sag ich mal. Ob schnell oder langsam, es wird angehalten, die Bahn, und dann passt es schon. Und dann geht's weiter. Schön gemütlich. Bin froh, dass es nicht regnet. Regen kannst du nicht brauchen bei solchen Ausflügen, ne? Aber man kann nicht alles haben. Ja, Freunde. Und das mit dem Liken, Abonnieren, Kommentieren werde ich mir langsam mal auch mal abgewöhnen zu sagen, weil die, was machen, machen es, die anderen machen es sowieso nicht, ne? Ach, schön ausgefaulte Stamm. Ja, das Wetter sieht nicht echt aus. Ich hoffe nur, dass wir keinen Regen kriegen. Ich habe zwar eine Regenjacke dabei, aber wenn das Wetter genauso bleibt, wie es jetzt ist, optimal. Zum Wandern optimal, sage ich euch. Werden wir heute nochmal eine Schnapsprobe machen, Likörchen und Schnapsprobe. Und noch ein paar Sachen kaufen für daheim gebliebene. Genau. Dass ich mal neue Ideen kriege für meine Liköre. Da fahren die runter mit ihren Kerren. Seht ihr die Birken, die wachsen hier? Wild haben sie sich ausgesämt. Meistens auf einer Kahlfläche kommt zuerst die Birke durch. Wahrscheinlich für manche ist es die Fahrt jetzt langweilig, aber sind meine Erinnerungen, wo ich festhalte, ne? Das ist halt nicht gefällt, kann ja nicht helfen, ne? Das ist halt so dann. Dem, wo es gefällt, der schaut sich's an, kommentiert, schreibt was dazu oder wie auch immer, gell?
Und der andere, der lässt es bleiben, Freunde aus aller Welt. Eigentlich hätte ich auch mal zum Schlitten noch fahren können, Mensch. Das hätte ich auch machen können. Ah, nächstes Mal. In der Gondel ist doch gemütlich auch. Ja, da hätte ich mir die GoPro auf den Bauch schnallen können und dann hätte ich da einen Unterpeser können, gell? Wäre auch ein interessantes Video gewesen. Ja. Jetzt gehen wir zu Joschka Bodenmais, gucken uns da noch ein paar Sachen an, noch ein paar Souvenirs kaufen. Ich habe mir ein paar Gläser gravieren lassen. Seid mal gespannt. Mit meinem YouTube-Logo sogar. Hat er gut gemacht, der Bub, muss ich schon sagen. Ist echt gut geworden. So, jetzt sind wir schon fast Stunde. Gute 10 Minuten hat die Fahrt nach unten gedauert, ne? Ich hab nicht Pause gedrückt, ich hab's filmen lassen von oben bis runter, ne? Naja, fast 11 Minuten. Fast 11 Minuten machen wir den Hügel hoch. Wunderbar. So, Freunde, das war's. Bis die Tage.